Hallo zusammen, ich bin Matthias Notegger, Trainer und Leistungsdiagnostiker für Ausdauersportler. Öfter stellt man mir die Frage, ob die Leistungsdiagnostik nicht nur was für absolute Profis ist. Und jetzt haben wir heute mal einen Profi eingeladen, den wir sicher alle kennen, der Matthias Brändle von Drecksäger Fredo. Fragen wir einfach einmal an, Matthias, ist das nur was für Profis? Ja, hin und wieder ist Leistungsdiagnostik sinnvoll, zum einfach sehen, wie sind die Werte, sind sie schon so, wie man glaubt. Und ja, letztes Jahr war für mich ein gutes Beispiel, wenn mein Papa mal zur Leistungsdiagnostik geschickt habe. Wir haben davor immer gesehen, er soll ein bisschen härter trainieren, weil er eigentlich immer noch locker gefahren ist. Die Leistungsdiagnostik hat nachher gesehen, dass er eigentlich ziemlich am Limit ist, durch das viele Arbeiten, durch einfach die ganzen Belastungen. Und anstatt den hart zum Trainieren, hat er wirklich einmal einen Monat locker fahren müssen, hat dann mehr aus seinem Körper rausgekriegt, wie wenn er jetzt den Monat hart gefahren wäre. Also ich sage, Leistungsdiagnostik ist durchaus für ihn einmal sinnvoll. Da sind das. Also nicht nur für absolute Profis wie der Matthias, sondern auch für normale Leute wie mich und euch ist das eine super Sache zum Feststellen, ob ihr gesund trainierend oder zu viel machend. Dann bis bald. Ciao. Ciao, macht's gut.